In diesem Video gibt's wieder ein Update zum Merchandise vom 30. Geburtstag. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, in diesem Video gibt es wieder ein Update zum Geburtstags-Merchandise, zum 30. Geburtstag. Ich kann euch schon mal sagen, es ist enttäuschend. Vieles ist immer noch wieder ausverkauft. Aber das seht ihr in diesem Video. Es ist wahrscheinlich kürzer als die anderen, denn so viel Neues gibt es tatsächlich nicht. Vieles ist ausverkauft und die ganzen Preise zu den Sachen, die es bereits gibt, findet ihr ja schon in den anderen Videos. Wir beginnen in Floras Boutique mit der Merchandise-Übersicht. Ja, hier haben wir die Handtücher, die gibt es jetzt wieder en masse. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal euch ganz gezeigt habe. Die sind auf jeden Fall sehr schön, kosten 20 Euro. Dann das Bild gibt es auch noch, da bin ich ja immer noch am Hadern, ob ich es möchte. Aber eigentlich habe ich keinen Platz zu Hause. 27 Euro. Ja, Rucksack wie immer. Die Preise zu den Sachen sage ich euch jetzt nicht alle, weil die habe ich schon in den letzten Videos alle erwähnt. Der Poncho ist tatsächlich wieder da. Der war kurzzeitig ausverkauft, aber es gibt nicht viele. Also hier hängen nur noch irgendwie 4 Stück und da hinten nur noch einer. Kostenpunkt 70 Euro. Da muss ich sagen, glaube ich, den muss ich mir auch noch holen. Der ist echt schön. Ja, die Ohren, die goldenen Ohren gibt es hier auch noch. Ja, die Kindersachen, glaube ich, gibt es eigentlich en masse. Die habe ich ja alle schon in meinen anderen Videos erwähnt, verlinke ich euch auch gerne bei dem i. Ja, hier Seifenspender ist auch wieder da, der Heilige Gral back in stock. Kostet immer noch 15 Euro. Keksdosen, Zuckerwattebecher. Das Puzzle gibt es jetzt auch hier im Emporium. Und das andere Puzzle ist auch wieder da, und zwar das hier. Das war auch lange Zeit ausverkauft, gibt es auch wieder, kostet 20 Euro. Aber es gibt auch nicht mehr viele, also wahrscheinlich auch wieder schnell ausverkauft. Ich weiß auch nicht, ob ich das euch das schon mal gezeigt habe. Da sind Pralinen drin, schaut mal, Mixed of Chocolate Sweets. Richtig schön, sind auch, da ist sogar mit Disney-Charakteren drauf. Das sind Mickey und das Schloss. Also als Geschenk echt super schön, kosten 18 Euro und die Dose ist natürlich auch sehr schick. Ja, Kakao ist noch da. Ja, die hässliche, also ich nenne sie die unbeliebte Kollektion. Ist auch noch alles da von der unbeliebten Kollektion. Hier das Lanyard ist tatsächlich neu. Von Tinkerbell mit für 20, oder 20 Euro, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich es vorher noch nicht gesehen. Sieht auch Disneyland Paris an der Seite drauf. Ja, also unbeliebte Kollektion, alles noch da. Ja, Mickey ist tatsächlich auch back in stock. Der war ja auch kurzzeitig ausverkauft. Mickey ist auch wieder da für 30 Euro. Minnie war ja schon die ganze Zeit da. Und neu sind jetzt Chip and Dale. Richtig süß, die zwei. Für 28 Euro. Da ist nochmal das Puzzle. Fertig. Okay. Und hier gibt es einen Poster, Sticker. Ich guck mal kurz rein. Ich kann gar nicht reingucken. Also da ist wohl das Poster drin mit Stickern. Was genau, weiß ich jetzt nicht. 100 x 70 cm und 100 Giant Sticker sind drin. 17 Euro. Und ich glaube, das war es alles an neuen Sachen im Emporium. Hier gibt es auch ein bisschen jetzt von der goldenen Kollektion. Die habe ich euch aber auch schon aus dem World of Disney gezeigt. Und hier die Figuren. Sieht man das da? Jetzt gibt es auch das Auto mit Mickey, also Autopia-Attraktion und auch Donald. Can I just go and film the figures? No? Okay. Warum darf man da nicht hin? Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen, Donald an diesem Schwert, der das Schwert rauszieht und Mickey im Autopia-Auto. Hier sieht man die Figuren jetzt noch einmal besser. Einmal Simba, den kennen wir schon, Mickey im Autopia-Auto,
kosten alle 59 Euro. Ja, Mini kennen wir ja, aber ich finde die Qualität von den Figuren echt nicht besonders gut. Ja, und hier ist Donald, der das Schwert rauszieht mit Chip und Dale. Also sind schon süß, aber wenn man sich die genau anguckt, sieht man halt, die nicht perfekt sind. Aber Mini finde ich schon süß und Mickey auch in seinem Auto. Ich bin jetzt hier in den Studios, direkt im Shop, wenn man reinkommt. Und das Merchandise gibt es jetzt hier auch zum 30. Geburtstag. Wenn es was Neues gibt, sage ich euch den Preis. Ansonsten schwenke ich nur mal durch. Habe ich schon mal erwähnt. Alle Preise habe ich schon mal erwähnt. Chip 'n Dale gibt es hier aber auch. Ich glaube, es auch in einem anderen Shop für 28 Euro. Ansonsten die Seife habe ich jetzt hier auch gesehen. Eine Seife gibt es hier. Die Plastikbecher sind tatsächlich weiterhin ausverkauft. Es gibt nur die Schüsseln und diese Lunchdinger. Die Tasse ist auch ausverkauft, die vom 30. Geburtstag. Die Schüsseln auch. Also ja, man kann wahrscheinlich mehr aufzählen, was ausverkauft ist, anstelle was es gibt. Ja, die Figuren gibt es hier auch. Oh, Miki hat hier schon ein Ohr verloren bei der Figur. Lunchboxen, Keksdosen, Kakao. Also das gibt es en masse. Die Ohren sind natürlich auch schon ausverkauft vom 30. Geburtstag. Die Sparkling-Ohren. Plus natürlich die Chip 'n Dale, die sind weiterhin ausverkauft. Es gibt jetzt aber hier so ein neues Kleid für Kinder. Sollten das Minnie-Maus-Outfit imitieren. Was schätze ich, was kostet es? 60 Euro bestimmt die. Ja, 60 Euro. Die Kinderkleider sind immer sehr teuer hier, aber richtig schön. Ja, gibt es noch was auch von der 30. Geburtstag-Kollektion? Ich weiß nicht, ob es die Golden hier auch gibt. Ich gehe mal gleich noch weiter. Ja, und die unschöne Kollektion gibt es hier natürlich auch. Und hier übrigens, das sind Ohren vom 25. Geburtstag oder ein Hut. Die haben sie jetzt auch noch ausgepackt und gesagt, ja, den gibt es jetzt zum 30. auch nochmal. Haben sie nochmal eine Kellerbox rausgeholt. Ja, die goldene Kollektion gibt es hier auch. Aber tatsächlich das weiße T-Shirt von Tinkerbell ist auch ausverkauft. Die Kappe gibt es noch, die Decke, das Tuch. Hier die Tasche, die ist glaube ich neu, die habe ich euch glaube ich noch nicht gezeigt. Ja, es gibt hier so eine Umhängetasche für 40 Euro. Oder ist es eine Bauchtasche? Das ist glaube ich eine Gürteltasche oder eine Bauchtasche. Oder kann man beides? Ah, es ist beides tatsächlich. Hier ist ein Gurt dabei für Umhängetasche und auch Bauchtasche. Das finde ich cool. Vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt gibt es auch so einen Kosmetikbeutel. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon mal gezeigt habe. Für 20 Euro. Auch richtig schön. Ja, ansonsten die schwarzen T-Shirts gibt es noch. Die kosten ja 40. Ich zeige sie euch gerne nochmal. Das ist noch da. Ansonsten das Weiße, wie gesagt, ist ausverkauft. Und der Schmuck ist tatsächlich auch ausverkauft. Es gibt keine Ohrringe mehr und keine Ketten mit der 30 drauf. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach wirklich krass. Ah, jetzt habe ich das hier abgezogen. Es tut mir leid, Mitarbeiterin, aber ich kann es gerade. Ja, da ist das T-Shirt. Was es noch gibt, das Weiße. Also wie gesagt, ich kann euch echt mehr sagen, was ausverkauft ist, anstatt was es noch gibt. Na gut, die will eh keiner, die Kollektion. Das ist leider wahr. Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Schokolade schon gezeigt habe, die es jetzt zu kaufen gibt. Kostet 5 Euro und keine Ahnung, wie lange es die noch geben wird, aber man kann da was gewinnen. Also ähnlich wie bei, wie heißt die Schokoladenfabrik? Ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dieser Johnny Depp Film. Charlie, glaube ich, oder? In die Schokoladenfabrik. Es gibt was zu gewinnen, über 700 Preise kann man in der Schokolade gewinnen. Eine VIP-Tour durch Disneyland Paris für 4 Personen. Eine Übernachtung, 2 Tage im Hotel New York, einmal Parktickets und hunderte andere Preise. Ich habe jetzt eine gekauft, mal sehen, ob ich Glück habe. Ja, und das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Wie gesagt, sehr enttäuschend. Ich kann mehr aufzählen, was ausverkauft ist, als was es eigentlich hier gerade zu kaufen gibt. Natascha hat ja gesagt, als ich sie beim letzten Mal getroffen habe, dass alles nachbestellt ist. Chip 'n Dale Ohren, Spirit Jerseys hätte auch eigentlich schon kommen sollen. Wir müssen einfach geduldig sein und abwarten. Was ich dazu noch sagen wollte, viele von euch haben ja die Möglichkeit gar nicht hierher zu kommen. Und ich biete ja den Mitbringservice an. Also wenn ihr das noch nicht wisst, könnt ihr mir bei Facebook oder Instagram oder per Mail schreiben
Und ja, ich bringe Leuten gerne auch was aus Disneyland Paris mit, wenn es natürlich verfügbar ist. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne. Einige nutzen es ja schon von euch. Ich bin wieder Mitte Juni da zur Pride. Da kann ich wieder einige Bestellungen aufnehmen. Ja, und das war's vom Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!